Mamma mia! Unperfekt! Unterwegs! Hallo! Ja, wir sind unterwegs. Wir sind in Berlin. Wir sind den ganzen Weg von ungefähr Frankfurt bis hierher gefahren. 500 Kilometer im Auto, nur zu zweit, nur Luis und ich. Das Navi hat gesagt, wir brauchen 5 Stunden, wenn nichts dazwischen kommt. Wir haben 7 Stunden gebraucht. Wir hatten aber auch 2 Pausen darin gemacht. Und wie war das? Toll! Toll! Aber ich war vorher ganz schön aufgeregt. Und für alle von euch, die auch aufgeregt sind, weil sie eine lange Strecke im Auto fahren, alleine mit Kind oder mit Partner mit Kind und trotzdem Angst haben, dass es irgendwie anstrengende Stunden werden, habe ich jetzt mal ein paar Tipps vorbereitet. Und schon geht's los. Ich habe ganz schön Angst gehabt vorher. Also nicht wirklich Angst, aber ich war ziemlich nervös, wie das wohl laufen würde. Deshalb Tipp 1 für alle, die wissen, sie sind nervös vor so einer Reise oder sowas. Ich habe eine Rescue Remedy Pastille genommen. Die gibt's, das ist so eine Bachblütenmischung, ne? Und die gibt es in allen möglichen Variationen, als Kügelchen oder Tröpfchen oder Pastillen. Und ich wollte einfach selber nicht so nervös sein. Einfach damit ich entspannter bin, weil ich immer denke, das ist schon die halbe Miete. Habe ich einfach was unternommen, was mir hilft und was mich beruhigt. Die zweite Sache ist, dass ich keine feste Ankunftszeit gesagt habe. Ich habe gesagt, ich fahre irgendwann morgens los und ich werde irgendwann ankommen. Und wenn alles total schlecht läuft, wenn wir gar nicht vorankommen, dann übernachte ich auch irgendwo zwischendrin auf dem Weg und komme erst am nächsten Tag an. Und das ist, glaube ich, für mich ganz wichtig gewesen, dass ich einfach dachte, okay, wir fahren jetzt Kilometer für Kilometer und wir gucken einfach mal, wie es läuft. Und ich bin ganz flexibel und kann auch mal irgendwo 2 Stunden Pause machen, wenn ich möchte. Mal die Finger so hoch machen. Ja. Ich habe mir als Wochentag zum Fahren den Dienstag ausgesucht. Dann kürzen, okay? Ha. Weil ja gerade Ferien sind. Da ist nicht so viel Verkehr. Da habe ich nicht so viel Ärger irgendwie. Und es hat sehr gut funktioniert. Wir sind eigentlich super durchgekommen. Das Einzige war, dass es die letzten 2 Stunden durchgeregnet hat. Am Stück. Das war anstrengend, okay. Aber da steckt man ja nicht drin. Ich hatte ganz viele Snacks vorbereitet. Also ich habe das Essen so eingepackt, dass wir den ganzen Tag, und zwar auch ich habe auch für mich gutes Essen eingepackt, dass wir den ganzen Tag unabhängig unterwegs sein konnten. Also selbst wenn wir überhaupt nicht an eine Tankstelle gefahren wären oder an eine Raststätte oder so, wir hätten irgendwo mal runterfahren können von der Autobahn und hätten einfach mal einen Spaziergang machen können und im Wald was essen können. Das hätte mir eigentlich gut gefallen, aber ich muss sagen, ich wollte irgendwann einfach nur noch ankommen. Unsere erste Pause. Was essen? Voilà. unsere erste Pause. Du hast. Voilà. Voilà, genau. Unsere erste Pause haben wir an der Tankstelle gemacht, weil ich tanken musste. Und die wurde gerade umgebaut. Das war nicht schön. Und die Tankstelle war von Wespen überrannt. Also wir mussten dann tatsächlich im Auto essen und unsere Pause machen. Wir sind jetzt bei Erfurt, von Frankfurt aus. Wir haben noch nicht ganz die Hälfte geschafft. Der Luis isst gerade sein Belohnungseis. Ja, weil er so toll Auto gefahren ist. Und ich kriege jetzt zur Belohnung einen Kaffee. Ich habe mir eine ganze Thermoskanne mitgenommen, weil man weiß nie und ich will auf der sicheren Seite sein, wenn ich so lange verreise. Im Prinzip läuft alles super und ich glaube, wir machen später nochmal eine Pause, wo es ein bisschen schöner ist und wo nicht so viele Wespen sind. Und das war ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt habe. Als wir die zweite Pause gemacht haben, hat es schon in Strömen geregnet. Das für dich und das für dich. Dankeschön. Der Regenschirm ist im Weg. Ich habe diesen Regenschirm an unserem Auto festgemacht, damit wir einen kleinen Regenschutz haben, weil es furchtbar regnet. Ich wollte nicht schon wieder die Pause im Auto verbringen. Jetzt haben wir unseren eigenen Unterstand, weil hier gibt es keinen. Wir sind jetzt noch 1,5 Stunden von Berlin entfernt. Aber wenn das so regnet, dauert es vielleicht auch 2.
Mal gucken. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir fahren jetzt weiter. Was einfach wichtig ist, ist, glaube ich, unabhängig und flexibel zu bleiben. Ja, und eine Sache, die sich sehr gut bewährt hat, ist das Köfferchen. Ich habe dieses Spielzeugköfferchen gepackt für den Luis und zwar schon am Tag vorher und ich habe ihn nicht gucken lassen, was drin ist. Also da waren Sachen drin, teilweise neue Dinge, aber großenteils Sachen, mit denen er lange nicht gespielt hat. Oder wo ich weiß, einfach die gefallen ihm gut. Also so eine bunte Mischung von Sachen. Und ich habe gesagt, er darf den Koffer in dem Moment erst öffnen, wo er angeschnallt im Auto sitzt und wir losfahren. Das heißt, es hat sich so ein bisschen eine Spannung aufgebaut um diesen Koffer. Was ist da wohl drin? Und Luis hat sich auch sehr fröhlich dann in seinen Sitz gesetzt und anschnallen lassen. Und dann hat mein Mann ihm den Koffer geöffnet. Ich saß auch schon vorne und wir sind losgefahren. Das kann man jetzt mit ganz kleinen Kindern natürlich nicht machen. Der Luis ist gerade 3 geworden. Und du hast das ganz gut gemacht, ne? Du hast dann deinen Koffer aufgemacht und dann können wir jetzt ja mal reingucken, was da drinnen war. Tada! Also auch wenn es manchmal nervt, ich finde irgendwas, was rumdudelt, finde ich ganz gut. Und das hier hat rumgedudelt. Da kann man Knöpfe drücken und alles, ne? Ist eigentlich ein Spielzeug aus der Zeit, wo der Luis erst ein Jahr alt war. Aber wie gesagt, manchmal ist es ganz schön, so Sachen dann wieder mal zu aktivieren. Dann habe ich noch einen Spiegel. Das war früher unser Rückspiegel im Auto. Bevor ich den wirklich großen Spiegel hatte, um den Luis besser sehen zu können. Hallo. Und ich habe halt gedacht, wenn er da sitzt, dann kann er den Spiegel so halten und dann ein bisschen auch mal was anderes sehen, als es ihm so in dem Sitz möglich wäre. Dann unser Sitzfisch. Ja, also ich meine, das ist für jeden sicherlich anders. Ich habe ein Kaleidoskop reingelegt. Kann man da eigentlich was sehen? Ja, weil ich auch dachte, also Sachen, die man benutzen kann, wenn man sitzt. Ich habe auch so ein paar Pixi-Büchlein, ein paar kleine Bücher, Seifenblasen für die Pausen eingepackt, Becherlupe, wo ich ein totes Tier reingetan habe. Kann man das sehen? Also das hier ist ein Tier, das ich in der Charlotte gefunden habe. Ich weiß nicht genau, was es ist, irgendein Käfer oder sowas. Ich habe gedacht, super, das tue ich in die Becherlupe und dann kann der Luis sich das auf der Fahrt anschauen. Und noch so kleine Figürchen und sowas. Also das hat sich für uns als gute Sache erwiesen. Es war wirklich genug zum Spielen da für den Luis und er konnte sich beschäftigen. Und ansonsten haben wir sehr viel miteinander geredet und ich habe Hörspiele dabei gehabt. Ich habe extra für die Fahrt neue Hörspiele besorgt und die haben wir uns angehört. Die waren jetzt nicht alle so der Hit und der Luis hat auch nicht die ganze Zeit zugehört, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das hatte eine beruhigende Atmosphäre und das hat uns vielleicht auch beiden ganz gut getan. Ich weiß es nicht. So, also ich weiß noch aus der Zeit immer, wo ich alleine nach Berlin gefahren bin, dass nicht unbedingt immer dann eine Toilette greifbar ist, wenn man muss. Und bei kleinen Kindern finde ich das noch eine schwierigere Aufgabe, also für die so lange anzuhalten, bis man dann wirklich einen guten Ort findet zum Anhalten. Und deshalb habe ich gedacht, ich mache uns beiden nicht den Stress und ziehe dem Luis ein Windelhöschen an für die Fahrt, dass, falls wir es nicht rechtzeitig zur Toilette schaffen, wir dann da kein Malheur haben einfach. Und das hat mich auch nochmal entspannter gemacht. Und für dich war das auch okay, oder? Ja? Luis nickt. Insgesamt war es schon anstrengend, aber ich würde sagen, es war für uns beide okay. Und ich habe die Rückfahrt jetzt noch vor mir und ich sehe dem jetzt wesentlich gelassener entgegen. Ja, ich glaube einfach, wenn man es einmal gemacht hat, dann hat die Sache auch so ein bisschen den Schrecken verloren. Und dann weiß man, wie der Hase läuft. Und euch allen, wenn ihr das noch vor euch habt, ich drücke euch die Daumen, das wird bestimmt super. Das Wichtigste ist, glaube ich, relativ entspannt da reinzugehen und so vorbereitet zu sein, dass man dann sehr flexibel sein kann. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat oder wenn die Tipps für euch hilfreich waren, da würden wir uns total freuen. Kommentiert das gerne. Habt ihr auch schon lange Fahrten gemacht? Was sind so eure Tipps dabei? Oder was ist die längste Fahrt, die ihr mit dem Kind... Was ist die längste Fahrt, die ihr mit Kindern hinter euch gebracht habt und wie habt ihr das gemacht?
Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Mua. Tschüss. Gesundheit.